Jetzt gucken wir drauf, was der SV Babelsberg macht gegen Rot-Weiß Essen an diesem 13. Spieltag der NGL Premiership. Sie brauchen die Punkte, das ist klar. Aber die Essener haben gezeigt, dass sie in den letzten drei Spielen eine sehr gute Performance hatten, bis auf dieses Spiel gegen den KSV Baunatal. Interessante Anfangsphase der 03er, die genau wissen, wir müssen hier Gas geben, wenn wir dranbleiben wollen am FK Austria. Und jetzt haben sie vielleicht die Chance. Das ist nicht gut verteidigt. Das ist nicht gut verteidigt. Und da ist die Führung für den SV Babelsberg 03 Sports. Noah Maurice mit einem satten Schuss. Keine Chance da für den Schlussmann. 15. Minute für 03. Guter Ball wieder auf Yunus. Der kommt zu Fall und es gibt einen Freistoß, wenn ich es richtig gesehen habe. Es war noch außerhalb des 16ers. Genau so ist es. Ja, und da haben sie natürlich auch einen, der die Dinger kann. Christian, wer kann die Dinger? Christian Zehn hat den einen oder anderen schon direkt gemacht. Hier ist es der kurze Yunus. Und Christian mit dem Abschluss, nachdem Yunus ihm den Ball kurz ablegte. Die Babelsberger, die natürlich mit dieser Führung im Rücken Möglichkeiten haben. Und Mitteregger verursacht einen Strafstoß an Levin RW mit der Chance hier zum Ausgleich. Bittere Pille auf jeden Fall. Bittere Pille. Levin und Green hat das, hat den. Aber ist noch heiße Situation. Green hat das, hat den. Eckball für die Gäste. Schnell ausgeführt von Christian Mitteregger. Nutznießer 03 in der Szene. Jetzt wird es ganz schön ruppig hier. Jetzt wird es ruppig. Tonicken wird weggesägt und das ist eigentlich gelb in meinen Augen, mindestens. Mal sehen, ob es was gab. Genauso ist es, Angriff. Gelbe Karte. Levin Sena sicher für Sorgen. Sipan. Guter Ball, gut durchgesteckt. Und dann Kira Junior hilft damit aus. Ist immer noch heiß, der Ball, der ist noch heiß. Und dann kommt Sipan und der macht den für die Essener. Und das geht in Ordnung. Das geht in Ordnung. Sie haben das Spiel offen gehalten und gekämpft. Sie haben gekämpft. Green hat das noch dran, aber machtlos aus kurzer Distanz. Können die 03er nochmal antworten? Chris, als nächstes V-Spiel, oder? Ja, hat Glück gehabt, dass er da nicht gelb-rot sieht. War vorbelastet. 90. Minute, Standard. Christian, Noah Maurice, Bertheng, jetzt nochmal vielleicht eine Konterchance. Raus auf die linke Seite und den kriegt er noch. Den kriegt Sipan noch. Was kann er machen, der Sipan? Ja, der Pass war nicht gut. Tonicken ist da und dann ist Schluss. Und dann ist Schluss. Also ein sehr interessantes Spiel. Ein sehr interessantes Spiel auf jeden Fall für den SV Babelsberg 03 eSports. Zu wenig mit diesem Resultat, muss man klar sagen.